beginnen jetzt gleich mit Baden-Württemberg, danach folgt Rheinland-Pfalz und dann Sachsen-Anhalt in 2 Sekunden, nämlich jetzt. Eines zeigen diese Ergebnisse ganz klar. Die AfD ist aus der politischen Landschaft in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Liebe Freunde, herzlich willkommen bei der drittstärksten Partei in Deutschland. Wir haben geplant mit 80 Teilnehmern heute hier. Wie viele sind es? Knapp 200. Wir werden immer mehr. Es ist heute wirklich ein historischer Tag. Wir sind gekommen, um zu bleiben, und da, wo wir jetzt sind, da bringt uns so schnell keiner mehr weg. Vielen Dank an die Organisatoren dieser Veranstaltung. Das ist insbesondere der Kreisverband München Süd unter der Leitung von Wolfgang Wiele. Danke für die tolle Organisation des heutigen Abends. Motto gewählt, weil wir alle spüren, dass das keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Dass München als Großstadt sicher ist und München die sicherste Großstadt in Deutschland ist. Wir danken unseren Freunden für die großartige Werbung für den heutigen Abend. Wir sind hier zusammengekommen als bürgerliche Freiheitsbewegung gegen die Bevormundung, die überall in unserem Land überhand nimmt.
Brandenburg, Sommermann. Die SPD mit 30%, CDU 20%, ebenfalls Verluste. Linke 12,5, deutliche Verluste. Die Grüne 5%, unklar, ob es reichen wird. NPD 3%, nicht mehr im Landtag vertreten. Die FDP mit 3%, ebenfalls nicht im Landtag vertreten. Und die AfD kommt. Weil wir ein großes Fest sind mit einem kulturellen Schwerpunkt. Wir sind ein kulturelles Ereignis für alle Menschen. Daher haben wir, und jetzt wird es ganz konkret, da hinten die AfD, die sogenannte Alternative für Deutschland, hier nicht eingeladen. Was kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen? Viele von uns haben schon Flyer verteilt, und zwar tausende Flyer verteilt. Und kleiner Zwischenruf. Das alleine. Bitte. Wir haben jetzt über 20.000 Flyer verteilt seit Herbst letzten Jahres. Und ganz herzlichen Dank an alle, die da mitgemacht haben.